Hallo Leute. Wir sind's wieder von der Piste. Ihr kennt uns vielleicht aus Videos wie Pimp mein Bollerwagen, die bierbraunen Bierbräute oder wir essen einen Burger. Wir sind hier heute mit Studenten von der FH Lübeck. Die haben ein Kanu aus Beton gebaut. Da stellt sich natürlich folgende Frage. Was? Warum? Warum? Warum macht man sowas? Hat doch super funktioniert mit Plastik und Kunststoff. Und ja, Beton. Der Sache gehen wir jetzt mal auf den Grund. Ja. Was soll das? Wir werden Antworten finden. So. Ja, Leute, wir haben es jetzt mit den Studenten hier zu tun. Das ist Mareike, das ist Kai und das ist Marcin, die dieses Projekt hier an den Start gebracht haben, einen Betonkanu zu bauen. Jetzt unsere Frage an euch. Was habt ihr gegen Plastik? läuft doch alles mit Plastik. Hier, guck mal. Ja, aber es ist hier schön wie Beton. Ja, ja. Beton, fest, sicher, stabil, so wie es sich gehört. Ne? Ja. Aber wie kommt ihr auf die Idee? Ich mache relativ viel mit Beton, fand das also ganz spannend und habe mir dann meinen Architekturkollegen geschnappt und gefragt, ob er da nicht Bock drauf hat. Und dann haben wir im Februar dieses Jahres begonnen. Super. Und was braucht man für Gerätschaften für so einen Betonmischer? Hat er recht? Super. Hat er wohl recht, ja. Auf welches Design legst du da Wert? Warum hast du dieses Design, was wir ja gleich sehen werden? Ja, wir wollten auf jeden Fall in die moderne Richtung gehen. Da hatten wir uns die modernen Yachten vorgenommen und irgendwas Schnittiges machen. Und wie schwer ist so ein Kanu jetzt? Aus Beton? Ein Betonkanu? Man kann es gar nicht oft genug sagen. Das leichteste Kanu, was wir gebaut haben, wog 92 Kilo. Aber das erste Kanu, was wir gebaut haben, das lag irgendwo bei 120 Kilo. Ja, wir werden uns das jetzt mal anschauen und wir sind gespannt. Ihr fahrt. So, da stehen wir jetzt bei dem guten Stück. Es ist auf jeden Fall dünner, als man vorher denkt, würde ich sagen. Und ja, Frank zeigt uns jetzt, dass das Ding auch einen Menschen trägt. Genau. Frank, du paddel doch mal ein bisschen. Was? Nein. Eine Seepartie ist lustig, eine Seepartie ist schön. Ja, da kann man unsere Leute an der Reling kotzen sehen. Voll. Wir haben aber einen Betonpaddel gemacht, ne? Habt ihr? Ja, so zum Versuch, Abschluss ja. Nochmal. Ja, es ist dann ist es durchgebrochen. Ja. Einmal durchgebrochen? Beim Ausschalen. Ja, beim Ausschalen hat es leider nicht überlebt. Das ist ein Designobjekt. Das stimmt. Das ist nicht nur ein Boot, es ist Kunst. Ja. In welchem Studiengang macht man so einen Quatsch? Das liegt allgemein beim Fachbereich Bauwesen und der besteht aus Architektur und Bauingenieurwesen. Also wir sind jetzt hier gerade zwei Bauingenieure und ein angehender Architekt. Also das heißt, du hast das Design entschieden und ihr habt gesehen, dass das Ding schwimmen kann. Genau. Macht Sinn. Okay. Ja, das war unser kleiner Ausflug hier an den Travekanal. Zu den Bauingenieuren und den Architekten der Fachhochschule Lübeck, die hier wirklich ein besonderes Projekt gemacht haben mit einem Betonboot. Und ich muss meine Meinung wieder zurücknehmen, Kunststoff ist nicht alles. Auch wenn es irgendwie leichter ist. Muss man ja sagen. Ja, danke euch. Was man alles so Geiles an der FH machen kann, seht ihr hier. Ah, da fällt mir ein, die Bierbräute schulden uns so ein Bier. Ah, ja. Hier. Bier. September Leute. Jetzt, ne? Leute. Ja? Irgendwann muss das Ding doch gegärt sein, ne? Ja. Unglaublich. Naja, wir werden sehen. Danke euch. Könnt ihr mal Mutti winken. Ja. Ja. So. Tschüss. Und jetzt alle nach hinten fallen lassen. Ja, alles klar. Yeah.